So, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Im letzten Part haben wir die Grievous-Route abgeschlossen. Und nun sollte sich hier noch ein weiteres Level aufgetan haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo hier muss noch ein weiteres Level jetzt sein. Da, in der Mitte, wo alle Stränge zusammenführen. Auf Malastair befindet sich das finale Level, also das finale Story-Level. Es gibt noch zwei Level. Also, zwei Level kommen auf jeden Fall noch und dann machen wir aber erstmal dieses Level hier. Das sogenannte Zillow-Beast. Und da starten wir mal rein in die Story. Wunderbar. Der Epilog, genau. Epilog. Das Zillow-Beast. Ein Bodenkampf-Level. Unzählige Separatisten-Druiden sind auf dem Planeten Malastair eingefallen. Der Heimat der eigenartigen Dukes. Okay. Die Republik erkennt darin die Chance, eine neue Bombe zu testen. Sie soll Druiden zerstören, ohne verbündete Truppen zu beeinträchtigen. Na, hoffen wir auf das Beste, ne? Dann gehen wir rein in die Sache. Immer rein in die Sache hier, ne? Das finale Level. Weiß ich nicht. Fällt mir nicht, dass es ein Bogenkampf-Level ist, ne? Aber ich verstehe schon, was die damit erreichen wollten, natürlich, weil halt ist halt nochmal einfach das. Das Aushängeschild dieses Lego-Spiels fast, ja, würde ich sagen, weil es gibt viele davon. Das haben wir ja gesehen mittlerweile. Ein hübscher junger Mann. Ein hübscher junger Mann, würde ich sagen. Oder so ähnlich. Aha, ich verstehe nicht. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht, ob ich verstehe. Auf jeden Fall geht es jetzt natürlich, die große Bedrohung hier auszuschalten. Irgendwie, ne? Keine Ahnung, was hier verlangt wird, aber wir werden es sehen. Ne? Erstmal wird es nicht so verkehrt sein, die Basen mal wieder zu attackieren und zu besetzen. Ne? Es ist meistens nicht das Allerverkehrteste, was ich machen kann. Bisher war das eigentlich immer eine ganz gute Lösung. Die Basen zu zerstören. Wahrscheinlich soll ich irgendwie die mittlere Basis zerstören. Ne? Kann das sein, dass ich da irgendwie in die mittlere Basis rein muss? Sieht mir fast so aus. Noch eine Kaserne oder warum laufen hier so viele raus? Ne, ist eigentlich nur die Kanone. Ist eigentlich nur diese Kanone. Na gut. Die sollte ja wohl kein Problem für uns darstellen, oder? Die sollte ja hoffentlich kein Problem für uns darstellen. Diese eine kleine süße Kanone. Ne, stellt's auch nicht. Stellt's auch einfach nicht dar. Kein Problem für uns. Kein Ding für uns. Und dann basteln wir hier mal eine Kaserne hin, würde ich sagen. Hätten wir jetzt gerade nicht unser Hab und Gut verloren. Komm, eine Kaserne bitte. Eine Kaserne. Geh mit meiner Kaserne und meine Kaserne mit mir. Oder so ähnlich. Das sind ja überall nur vereinzelte Sachen. Das ist ja langweilig. Also langweilig fast schon. Das ist ja, naja, spektakulär ist das jetzt nicht, ne? Wenn hier überall nur einzelne Sonnen sind, aber ich verstehe schon, was wir machen müssen. Wir müssen natürlich die Schilde dann irgendwie deaktivieren, die hier auf den Seiten sind. Das wird natürlich der spannende Teil daran, die Schilde zu deaktivieren. Und ich brauche unbedingt Money eigentlich. Von daher hätte ich ganz gerne eine Kanone. Hier, komm, so eine reicht, oder? So eine reicht doch erstmal, damit wir das da drüben ausschalten können. Einmal das da drüben ausschalten, bitte. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ne? So können wir es weitermachen. So können wir es weiterführen. Kein Problem. Kein Problem. Auch das hier sollte kein Problem sein. Guck mal, wie gut das klappt hier. Mensch, wenn man das einmal weiß, wie es geht, ne? Ist es eigentlich gar kein Problem. Ist es eigentlich gar kein Problem, wenn man es denn einmal weiß. Es ist halt erstmal die große Hürde, ne? Das ist halt erstmal die große Hürde, wenn man denn einmal weiß, wie man die Sachen hier ausschalten muss. So, ich brauche Money. Brauche ganz viel Money. Zumindest, um hier irgendwas zu errichten. Irgendeine Kleinigkeit zumindest mal. Dafür habe ich nicht genug Geld. Ah, dafür auch nicht. Genug Geld von der Kanone? Nein. Habe ich auch nicht. Doof. Doofe Sache dies. Würde ich behaupten. Doofe Sache dies. Aber gut, hier ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was uns irgendwie stören könnte. Das ist ja sogar einer von uns da oben. Da können wir einfach die Basen hier ausschalten. Ohne weitere Bedrängnisse. Ich weiß gar nicht, ob wir hier alle Basen ausschalten müssten. Aber ich glaube eher nicht.
Aber ich, wie gesagt, ich kann nachvollziehen, wenn diese Level jemanden Spaß machen, jemand sie, ja, mäßig Spaß, ne? Mäßig. Es ist halt nicht so, nee, so mein Genre. Ist halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen Strategiespiel-Genre fast schon, ne? Wo das hier reingeht. Und ich mag eher die Action-Adventure-Passagen von den Lego-Spielen. Anstatt denen. Und so ein paar Rätselchen, so ein paar kleine Rätselchen, ne? Das kann man auch mal machen. Aber halt sowas hier, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss nicht unbedingt sein. Kann man mal, muss man aber nicht. So, ich hätte ganz gerne einen Speeder. Wäre das im Bereich des Möglichen? Danke. Da ist einer. Da ist er einer. Da ist ein guter Speeder. Ein kleiner guter Speeder. Und ich, mein kleiner Speeder und ich zum Freund. Und dann sollen wir wahrscheinlich da irgendwas errichten auf dieser Basis. Im Endeffekt. Ich verstehe so. Ich verstehe so. Also das hier ist erstmal richtig, dass wir diese Basis hier ausschalten irgendwie. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste erstmal. Weil diese Basis hier ausgeschalten bekommen. Das heißt, wir müssen aber auch erstmal die Geschütze und alles hier ausblenden. Jetzt. Goldkanone. Ja, nee. Nicht so wirklich, was mir gefallen täte. Nicht so wirklich was mir gefallen täte. Ja, ich verstehe schon. Hier ist natürlich. Jetzt natürlich die Kacke am Dampfen, aber nee, eigentlich sollte er auch nicht. Auf mich abzuschießen. Machen wir erstmal hier ein bisschen Basis frei, ne? Ein bisschen die Basis frei machen. Dann können wir gleich darüber reden, über da drüben das erstmal wegbomben. Ich denke mal, ich baue hier ein Geschütz hin. Damit kommen wir dann auch ganz gut durch die Truppen an, würde ich sagen. Ne? Guck mal, wenn wir hier jetzt ein schönes Geschütz hinbauen, eine schöne weitere Kanone, dann sollte das kein Thema sein, wenn wir dann den Schild zerstört haben. Ja, ausgemerzt haben, sagen wir es mal so, ne? Erstmal den Schild ausmerzen, oder was heißt ausmerzen? Erstmal den Schild deaktivieren. Das wäre erstmal richtig. Das wäre erstmal wichtig. Eine wichtige Sache dies. So. Einmal das aus und dann erstmal die Kanone hier weg, bitte. Erstmal die Kanone weg, ne? Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig, dass die Kanone erstmal flöten geht. Ja, mit unserem eigenen Geschütz, bitte. Guck mal, so machen wir das. Ach so nicht. Das würde jetzt nicht aktivieren. Das würde jetzt nicht angreifen, aber ist okay. Ist okay. Guck mal. Weg mit dem Ding. Ey, nicht unsere eigene Kanone hier attackieren. Nicht unsere eigene Kanone kaputt machen. Oh shit. Wusste nicht, dass das funktionieren kann. Dass die echt auch unsere eigene Kanone zerstören können, wenn sie tapfer sind. Naja, gut, muss aber ja. Ja, gut, muss ja funktionieren, aber. Wenn wir dem was ablosen können, dann die uns garantiert auch, ja. Aber, naja, gut, ne. Habe ich aber auch so auch noch nicht die erlebt, ne? In den anderen Leveln waren die nicht so stark. Och, leck mich doch. Ich will doch nur mein Geschütz aufbauen. Lass mich doch mein Geschütz aufbauen. Bitte jetzt mal hier in Ruhe mein Geschütz aufbauen. Danke. Meine Fresse hier. Meine Fresse. Oh, das ist jetzt wieder voller Energie, der Scheißteil. Nervige Schose. Eine nervige Schose ist das, liebe Leute. Das hatte ich so auch noch nicht, dass das so nervig war. Also ich bitte euch. Komm. Wie oft soll ich die Scheiße noch aufbauen? Noch einmal. Also war das schon mal so nervig? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal so nervig hatte. Dass die mir jedes Mal meine Scheiße zerstört haben, wenn ich sie gerade frisch aufgebaut habe. So, mein Geschütz bitte. Und jetzt bitte das andere Geschütz einfach stürzen, ja? Wäre das im Bereich des Möglichen? Wäre das jetzt einmal im Bereich des Möglichen? Jetzt habe ich es auch so aufgebaut, dass er nicht so gut rankommt, ne? Haha. So, meine Fresse. Das war nervig. Das war ganz schön nervig. So nervig hat man es, glaube ich, echt noch nie. So nervig hat man es, glaube ich, echt noch nie. Nicht, dass ich mich entsinnen könnte. Naja, gut. Aber ich denke mal, dieses Level wird nicht, sagen wir, eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Wenn nicht länger. Wenn nicht länger. Aber es ist glaube ich, ein verdammt langes Level. Ein verdammt langes, nerviges Level. Ey. Stört doch niemanden. Nee.
Weiß, warum ich diese Level einfach nicht mag. Ich weiß, warum ich diese Level einfach nicht mag. Ich hätte gern Speeder. Wäre das im Bereich des Möglichen? Nö, wa? Mal wieder nicht. Mal wieder nö, ist die Antwort. Die Devise lautet nö. Na ja, gut. Dann zerstören wir erstmal ihre Kaserne hier. Erstmal die Kaserne wegmachen hier. Ich habe keine Lust auf weitere Armeen von eurer Sippschaft hier. Bitte geht einfach von dannen. Wären wir damit d'accord? Also ihr wahrscheinlich nicht, aber ich bin damit d'accord. Wenn wir da einfach mal eure Sippschaft hier ausrotten. Ich meine, ihr Ullen habt keine Gefühle, ihr seid keine Lebewesen. Ihr könnt auch einfach sterben gehen. Guck mal, ach, bevor sie rauskamen. Die kleinen Schlawiner, die wollten gerade schon wieder rausgucken. Habt ihr gesehen? Aber ich hab's verhindert. Wer hat's verhindert? Ricola? Nee, eigentlich ich. So, dann brauchen wir ja gleich Armeen für die goldenen Sachen. Ja. So ein Murks, ey. Also manchmal sind die Sachen wirklich ein bisschen komplizierter, als sie sein müssten, ne? Kaserne. Aha, haha, haha, haha. Oh, das heißt, wir dürfen uns jetzt hier unsere Truppen suchen, die dann irgendwie mit uns mal durch die Gegend marschieren. Ne? Da brauchen wir erstmal eine große Truppe, eine große Schlacht. Wo sind denn meine Truppen hier eigentlich? Irgendwie sehe ich keinen. Ich sehe keinen von meinen Truppen. Hallo, Truppen, wie wär's? Habt ihr Lust? Ne? Na gut, dann nicht. Sehe schon, ihr habt keine Lust. Wo sind denn meine Truppen? Können doch nicht weg sein. Einfach meine Truppen hier weg. Da ist eine Truppe von mir. Das ist aber schön. Das ist aber schön, dass sich auch mal eine blicken lässt. So leicht, ne? So leicht blicken lässt sie sich auch mal. Eine der Truppen. Wo sind die jetzt hin? Wo sind die jetzt hin, die Truppe? Liebe Leute. Boah. Oh, ich krieg's kotzen. Ich krieg's kotzen, du. Ich weiß, warum ich diese Level nicht mag. Hier, guck mal. Guck mal. Truppen zusammentrommeln hier, bitte. Komm, wir sind mal eine Einheit. Wie wär's? Eine Einheit? Hm? Können wir? Hallo? Eine Einheit, bitte. Eine Einheit, bitte zu mir. Eine Einheit, das da kaputt machen. Wär das im Bereich des Möglichen? Danke. Doch mal, ja. Nächste Einheit, bitte auf die andere Seite. Wir haben noch einiges zu tun. Liebe Leute. Einheit, mitkommen. Wo sind das? Wann ist das jetzt? Wo sind wir eigentlich gerade auf der Karte gesehen? Ah, da sind wir. Da sind wir. Dann eine Einheit, bitte erstmal diesen Kackgenerator hier zerstören. Bitte aus der Distanz, sonst werdet ihr alle sterben. Ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Warum seid ihr so doof? Könnt ihr mir das verraten, warum ihr so doof seid? Und nicht einfach hier aus der Distanz die Sachen zerstört? Oh, warum sind die so doof? Warum? Ich hab doch nichts getan. Warum ist meine Truppe so doof? Kann mir das einer verraten? Nee? Na gut, dann nicht. Dann halt nicht, ne? Wenn es mir Kinder verraten will. Habe ich halt Pech gehabt. Kann ich mit irgendwas schnell schießen von den Sachen hier, die ich mir zusammensammeln kann? Panzer kann ja nur dauerhaft zielen, sag ich mal, ne? Oder macht das irgendwie was? Nee, ne? Hm. Unterstützung klein bringt mir auch nichts. Kanonen bringt mir halt auch nichts. Hm. Heißt, ich muss ja schon fast meine Kaserne irgendwie. Boah, ist das nervig. Aber warum sind die auch so blöd und rennen voll rein, wenn ich denen doch die Anweisung gebe, ein bisschen aus der Distanz zu schießen? Können wir darüber mal reden, dass das ziemlich dumm ist? Wenn nicht aus der Distanz schießen. Und die erst hier hinten, ich glaube, es hackt. Habe ich hier vorne nicht noch eine weitere Besatzungstruppe hier? Nee, habe ich nicht. Halt! Ihr sollt mit mir kommen.
Kommt mit mir und zerstört die Scheiße. Bitte aus der Distanz. Liebe Leute. Liebe Leute, bitte aus Distanz. Haben wir uns da verstanden? Bataillon hier muss geschützt werden. Und das Bataillon ist dämlich. Naja. Aber die... Rennt doch nicht rein, ihr Volldeppen! Oh, bei. Oh, bei, sie ist. Oh, ich sitze euch voll deppen. Es muss ja noch irgendwas geben, womit ich. Es muss ja eigentlich noch irgendwas geben, womit ich hier was machen kann, oder? Will mal das hier zerstören? Nein, das wollte ich nicht. Ich will mal das hier zerstören. Will mal gucken, ob. Ob es nicht irgendein. Geschütz oder sowas gibt, mit dem ich nicht doch irgendwie. Mein Output hier verbessern kann. Hm, nee, aber das macht ja auch keinen Sinn. Hä? Komm doch gar nicht ran. Also seht ihr mein Problem? Ja, ich auch. Sehe mein Problem auch. Oder warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was wir vielleicht brauchen. Brauchen die Strahlenkanonen, oder? Also hier so ein Panzer. Gucken wir mal, ob der was bringt. Ich weiß es halt nicht. Ob diese Panzer was bringen. Weil die können ja Laser verschießen, aber... Na, guck mal, das könnte doch dauerhaft klappen, oder? Für so eine goldenen Objekte. Kann das klappen? Weiß es halt nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht. Aber irgendwas muss ich ja probieren. Irgendwas muss ich ja probieren, aber doch, das könnte klappen. Das könnte klappen. Guck mal, das klappt. Oh... Ich versuche hier mit meiner Bataillon anzugreifen. Ich bin doof. Ah, so klappt das natürlich. So wird das natürlich was. Wenn man das denn einmal weiß, ne? Ist das ja schön und gut. So. Fein, fein. Problem ist, wie gesagt, hiernach ist es ja noch nicht vorbei. Das ist das große Problem daran, ne? Warum ist eigentlich hier noch... Ach nee. Ach nee. Mach doch nicht diese. Mach doch nicht diese mit mir. Wo ist mein Panzer hin? Da ist mein Panzer hin. Gebt mir weg aus dem. Gebt mir aus dem Sichtfeld damit. So, jetzt brauche ich natürlich wieder eine Kanone. Hm. Hm. Liebe es. Haben wir hier nicht? Ja, doch. Ich würde doch sagen, hier müsste doch eigentlich irgendwie so ein Ding sein, ne? Damit wir uns wieder ein Geschütz aufbauen könnten. Doch, doch, hatte ich richtig im Kopf. Wo ziehst du denn hin? Jetzt da drauf ziehen. Irgendwo anders drauf. Also, manchmal glaube ich, es hackt. Manchmal hackt es bei dir, oder? Manchmal hackt es bei euch. Naja, wie dem auch sei. Laufen wir mal dahin und errichten, was wir errichten müssen. Habe ich gesagt, halbe Stunde? Ich weiß nicht, könnte auch länger dauern. Bin gespannt. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Weil das Level ist hier nach garantiert noch nicht vorbei. Garantiert noch nicht. Denn es kommt ja noch. Das Telobis haben wir ja noch gar nicht gesehen. Das sogenannte. Da haben wir noch gar nicht gesehen, liebe Freunde. Naja, aber lassen wir erstmal das fallen, was auch immer es ist. Naja. Auf jeden Fall wird diese Basis erstmal zerstört und alle Druiden lahmgelegt. Das ist doch etwas, das ist doch etwas Feines. Etwas Feines ist das, ne? Aber wie gesagt, das war es noch nicht. Denn dort taucht, glaube ich, jetzt gleich das Zillow-Beast auf, oder? Ja. Servus. Kleiner Schockmoment. Aber naja. Aber gut, ist ziemlich offensichtlich, was wir machen müssen. Immerhin, ne? Und jetzt, da wir wissen, dass wir auch den Panzer nutzen können, würde ich sagen, könnte das einfach sein. Also, muss mir erst die Scheiße aufbauen. Ich muss mir erst alles aufbauen, oder wie? Hä, wie funktioniert denn das? Also, wie kriege ich denn so einen Panzer dann hin?
Muss ich mir erstmal verschiedene Basen aufbauen oder wie ist das geplant? Okay. Hä? Stehe ich noch nicht so ganz. Aber okay, ich baue hier einfach auch mal ein Geschütz hin. Wahrscheinlich muss ich es jetzt so lange bauen, bis ich so einen Panzer mir holen kann, oder? Muss ich jetzt wahrscheinlich so viele Basen einnehmen, bis ich mir so einen Panzer machen kann, ja. Ja, so ist es. Muss hier überall Geschütze hin basteln. Und dann irgendwann kriege ich so einen Panzer, ne? Boah, ist das dumm. Also weiß ich nicht, das ist ja wirklich... Ist ja wirklich eine dämliche Entscheidung irgendwie. Naja, gut. Wie dem auch sei. Ich verstehe schon, denke ich. Weiß ich nicht, ob ich so ganz verstehe, aber ist ja wirklich, das weiß ich nicht, dass so cool ist. Naja, wie dem auch sei. Ich brauche hier so einen Panzer. Ein so einen Panzer bitte, mehr brauche ich gar nicht, aber immerhin. Haben wir es doch relativ schnell geschafft, uns so ein Ding zu holen, ne? Immerhin haben wir es doch relativ schnell geschafft, uns so ein Ding zu holen. Naja, gut. Dann machen wir ihm mal seine Kette kaputt. Nee. Seine schöne, seine tolle Kette oder was auch immer das sein mag. Seinen schönen Schutzschild. Wie lange muss ich da drauf zielen, bis irgendwas passiert? Sag mir nicht, ich brauche immer wieder einen neuen Panzer. Sag mir nicht, ich brauche immer wieder einen neuen Panzer. Der immer wieder kaputt gehen kann. Aber wahrscheinlich so wird es kommen, oder? Aber ja, gut, die liefern... Selber Ersatz, ich sehe schon. Richtig funktionieren tut das auch nicht, oder? Richtig funktionieren tut das auch nicht. Bisschen näher ran? Oder wo liegt das Problem? Versuch mal näher ranzufahren, näher ranzukommen. Funktioniert eher schlecht als recht, möchte ich meinen. Möchte ich mal so meinen. Hä? Was war das für ein... Hä? Was denn gerade? Es war komplett zurückgesetzt worden. Alles klar. Aber ich versuche natürlich wieder dran zu kommen, aber irgendwie... So richtig funktionieren wir das nicht, oder? Muss mal von ganz nah. Hör doch auf, dich zu bewegen, du Scheißteil. So intensiv zu bewegen vor allen Dingen. Mein Kopf. Also irgendwie funktioniert die Scheiße nicht. Das funktioniert nur nicht, weil er sich zu viel bewegt. Das funktioniert nicht, weil er sich zu viel bewegt. Das scheiß Viech. Hm. Das ist eine dumme Scheiße. Ja, mit einer halben Stunde lag ich, glaube ich, ganz gut dran. In der Prediction hier, wie lange ich brauchen würde. Es ist sehr bewusst, dass das Ding in drei Teile aufgeteilt ist. Problem ist nur, dass die drei, dass der sich zu stark bewegt, um einzelnen Teil richtig anzuvisieren. Ja, wobei, jetzt kann es mal klappen. Ich schütze meinen Panzer, indem das Stylo-Beast angreift. Ja, das ist mir bewusst. Das ist mir bewusst, dass ich das den Panzer beschützen muss. Ich muss ihn ja auch irgendwie treffen. Hallo. Es klappt halt auch einfach nicht. Scheiße. Scheiße, klappt nicht. Leute, ihr seht's doch auch. Ihr seht doch, was ich sehe. Es klappt einfach nicht. Na dran, hat ja auch nicht viel genützt. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Leute. Was mache ich falsch? Er bewegt sich auch einfach zu viel. Er bewegt sich zu viel. Was soll ich denn machen? Man schafft es ja gar nicht dauerhaft auf einen Teil zu zielen, weil
er einfach die ganze Zeit so scheiße sich bewegt. Hallo, geh kaputt. Oh. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Warum macht er das denn nicht? Liebe Leute, versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Wo ist denn mein Panzer? Hä? Hat er jetzt alles mein. Hat er jetzt meine ganzen Basen kaputt gemacht, dass der keine Panzer mehr gibt? Nee. Hä? Wo ist denn mein Panzer? Ich hab doch gerade einen Panzer gesehen. Hier war doch gerade. Ach da. Hm. Hä? Und so weit komme ich ja nicht dran. Brauchst noch mehr. Ach so, ich brauche noch mehr Panzer. Ach, das ist doch einer. Brauch noch mehr Panzer. Brauche mehrere Panzer. Sagt mir aber auch keiner. Oh, leck mich doch. Also es sagt mir ja wahrscheinlich schon einer. Unten stand ja aber. Hm. Wie viele brauche ich denn? Hol mir einfach mal so viele ich kann, ne? Ich hole mir so viele ich kann. Irgendwie wird es doch schon was bringen, oder? Wo kann ich mir denn noch einen hin basteln? Hier geht noch einer hin. Guck mal. Hier geht noch einer hin. Und da geht auch noch einer. Nein, da geht keiner mehr hin. Da haben wir zu wenig für. Muss ich mir jetzt ein Geschütz hier zerstören? Oder wie ist das gedacht? Drei da. Drei da. Was passiert, wenn ich das Geschütz zerstören will? Oh, warte mal. Wir haben doch hier auch noch Ressourcen, ne? Hier haben wir doch auch noch Ressourcen. Aber hier darf ich nichts bauen. Na gut, dann zerstören wir mal das hier. Und hoffen, dass ich noch einen Panzer bauen darf. Oh, komm. Jetzt haben wir aber alle Panzer, ne? Jetzt haben wir aber alle Panzer, die ich bauen kann. Mehr Panzer kann ich nicht bauen. Jetzt hoffe ich aufs Beste. Muss ja irgendwas klappen. Müssen wir irgendwie unsere Energie auf das Ding konzentrieren, oder? Hab jetzt alle Panzer, die gehen. Und jetzt geht's auch. Meine Güte. Hätte vielleicht mal lesen sollen, was da unten steht, wa? Gut. Beruhigen wir das Ding mit einem Schnuller. Oh. Ich habe es halt wirklich die ganze Zeit überlesen. Verzeihung. Das hätte schneller gehen können. Ging es aber nicht, weil ich doof war. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Naja, wie dem auch sei. Das Ding schläft und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, du. Auch wenn wir es alles klar. Auch wenn es natürlich hätte schneller gehen können. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ich hätte einfach nur lesen müssen. Dann hätte das auch gut geklappt. Aber naja, egal. Naja, wie dem auch sei. 20 güldene Steine. Nehmen wir uns eigen und wir können die Story jetzt wirklich abschließen. Aber es gibt, wie gesagt, noch 2 Level, ne? Das nicht vergessen. Oh, wir kriegen nicht nochmal einen Abspann? Na ja, gut, dann halt nicht. Dann sehen wir halt diesmal die Credits nicht. Aber ich kann ja schon mal mein Fazit zum Hauptspiel geben, weil das andere sind eher Bonus-Level, würde ich sagen. Also eigentlich habe ich ja schon mehr oder weniger durchscheinen lassen. Außer die Bodenschlacht-Level gefällt mir das Lego-Spiel eigentlich ganz gut. Also es ist eins der... Trotzdem würde ich sagen, es ist eins der schlechteren Lego-Spiele. Nicht so schlecht vom Ranking her wie Lego Indiana Jones 2, aber... Nur knapp drüber. Also ich würde sagen, es ist das zweitschlechteste, was wir gespielt haben. Einfach weil es irgendwie auch nicht von den Umgebungen so vielfältig ist, bin ich der Meinung. Und ja, die Charaktere sind teilweise cool. Es hat neue Mechaniken natürlich, schöne neue Mechaniken eingebaut. Zum Beispiel hier das mit dem Lichtschwert, Dingern, mit dem Lichtschwert werfen und so weiter und so fort. Es hat relativ viele Charaktere, da werden wir auch noch einige freischalten dann. Wie gesagt, wir machen ja dann 100% auch auf jeden Fall. Was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, ist die Bodenkampf-Level, aber das ist persönliche Geschmackssache. Die mögen viele Leute, glaube ich, auch. Ich mag sie nicht. Was ich hingegen wiederum cool fand, dass die Schiff-Level meistens verbunden waren mit auch normalen Lauf-Leveln sozusagen. Das fand ich ganz cool.
Also diese Kombination aus den Leveln hätte mehr gebraucht, finde ich auch, dass auch vielleicht auch Bodenkampf und normales Laufen sich ein bisschen mehr kombinieren hätten lassen. Und halt, das sind zu viele von den Bodenkampf-Leveln. Hätte man so 3, 4 davon gemacht, okay, aber wir haben ja wirklich ein komplettes Kapitel nur mit Bodenkampf-Leveln, was dann wiederum scheiße war. Gut, ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Let's Play soweit gefallen hat. Wenn ihr dann an den 100% seid, interessiert seid, dann schaut gerne weiter rein. Ansonsten, falls ihr noch 2 Bonus-Level sehen wollt, das dürfte in den nächsten 2 Parts stattfinden, denke ich. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das gesamte Let's Play soweit bis hierher gefallen hat. Bis dann, Schüssikowski, euer FlassTV. Bye, bye!